So Leute, ich habe euch was Besonderes mitgebracht. Wie ihr im Titel auch schon seht, Hawk in Texas. Hawk in Texas ist gebaut worden gegen Rancix, gegen Plague Engineer und diese ganzen komischen Karten, die jetzt im Modern Horizon rumgekommen sind. Und da haben wir uns jetzt als Texas-Spieler auch mal dran bedient. Warum heißt das Hawk in Texas? Ich zeige euch mal hier den Squadron Hawk. Hier. Der Squadron Hawk ist ein 2x1-1er, der, wenn er ins Spielfeld kommt, 2x1 als Fliegender, das ist wichtig, der, wenn er ins Spiel kommt, drei weitere aus dem Nexus. Das heißt, wenn wir einen finden, haben wir alle vier gefunden. Das ist ziemlich wichtig und ja, das ist die namensgebende Karte, weil mit Modern Horizon kam hier diese Force of Virtue raus. Ist eine 4-Mana-Enchantment, die alle Kreaturen +1/+1 gibt mit Flash und wir können halt eine weiße Karte aus der Hand exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, wir haben davon nehmen wir jetzt einen in der Hand, wir spielen den Hawk, kriegen drei Hawks, im Gegnerzug spielen wir eine Force, pitchen einen Hawk und die Hawks sind auf einmal 2/2 fliegend. Die ganzen Kreaturen, die dann 2/2 sind, schützen eben vor Rancix oder Plague Engineer oder ähnlichem. Dementsprechend ist das so aktuell in meinen Augen den Weg, den man einschlagen möchte, wenn man den Rancix und den Plague Engineer besiegen möchte. So, dazu kommen jetzt haufenweise Karten, die für Steph in Texas etwas unüblicher sind, die aber in meinen Augen sehr, sehr cool sind. Und zwar haben wir hier zweimal den Primas. Primas ist eine 3-Mana, 3-4 legendäre Kreatur mit Wachsamkeit, die, wenn sie angreift oder blockt, eine 1-1 Wachsamkeit-Katz mitbringt. Mit dem Force of Virtue haben wir hier eine 3-Mana, 4-5 Kreatur mit Wachsamkeit, die 2-2 Wachsamkeit beim Angreifen oder Blocken mitbringt. Das ist gegen so ziemlich jedes Deck, das nicht gerade Combo spielt, sehr gut. Generell ist diese Version von Death in Texas wesentlich schlechter gegen Combo, aber wesentlich besser gegen so ziemlich alles andere. So, wir haben jetzt hier noch zwei Flickerwisp. Nur noch zwei Flickerwisp. Ich habe ja eine Zeit lang, habt ihr im ersten Death in Texas Video gesehen, ich spiele normalerweise nur drei. Diesem Deck spiele ich jetzt nur noch zwei. Aber ohne Flickerwisp. Es gibt auch Willisten, die spielen ohne Flickerwisp. Ich würde ohne Flickerwisp einfach gar nicht aus dem Haus gehen. So, dann haben wir einen One-Off Aiden Mindsensor. Alter, der ist ja richtig shiny. Heiliger. Naja, Elven Mind Sensor, das ist der dritte Flickerwisp, aber ich finde einfach einen weiteren Hatebeer ist super wichtig, gerade bei den ganzen Tutoren, die aktuell rumlaufen, um die Fettstände auch von Rancix abzuschalten und so weiter und so fort. Das ist mit Flash fliegen ganz gut und ja, auch wichtig hier, dass er fliegt. Ihr werdet sehen, dazu kommen wir öfter. Wir haben zwei Tomics. Es gibt den Zera Avenger. Den Zera Avenger spiele ich aktuell nur einen im Sideboard, weil ich kein großer Fan vom Zera Avenger bin. Warum Sideboard, komme ich nachher zu. Aber der Tomic ist für mich halt sehr, sehr gut. 2 Mana 2-3 fliegend. Auch hier wieder fliegend. Also ihr merkt, wir haben sehr viel Flieger drin. 2 Mana 2-3 fliegend. Und Länder auf dem Feld oder im Friedhof können nicht vom Gegner getargetet werden. Das ist gegen Marit Lage ganz gut. Das ist gegen Wasteland Lock ganz gut, ist im Mirror ganz gut. Ja. Und Gegner können Länder nicht aus Friedhöfen spielen, das ist zum Beispiel auch ganz gut gegen sowas wie Lands oder ähnliches. So. Die nächste Karte, die wir haben, ist so die klassischste Karte, ist aktuell auch irgendwie gefühlt die schlechteste Karte im Deck. Talia, Guardian of Traven. Wenn man 2 Mana 3-2 Erstschläger spielt, fühlt sich das doch ganz gut an. Aber grundsätzlich ist es gefühlt die schlechteste Karte im Deck. Die ist halt 2 Mana 2-1 Erstschlag. Und nicht Kreaturen selber kosten 1 Mana mehr. Ihr merkt, wir haben fast nur Kreaturen hier drin. Force of Virtue ist eine von ganz, ganz wenigen Nicht-Kreaturen-Zaubern. Und für 2 Mana 3-2 Erstschlag ist die auch wieder okay. Aber 2 Mana 2-1 ist die aktuell leider einfach zu schlecht. Und das ist echt traurig, sowas sagen zu müssen. Dann haben wir ein volles Playset Stoneforge Mystic. Ich habe am Anfang habe ich nur 3 gespielt. Man kann auch nur 3 spielen in diesem Deck, weil die Ausrüstung nicht ganz so wichtig sind. Dann könnte man auch eine Flickerwisp spielen oder die vierte Version von der Karte, wo ich jetzt gleich zukomme. Ja, Stoneforge ist ein 2 Mana 1-2er, der, wenn er ins Spiel kommt, unser Deck nach einer Ausrüstung durchsucht, auf die Hand nimmt und für 2 Mana tappen können wir irgendeine Ausrüstungskarte aus unserer Hand ins Spiel bringen. Welche Ausrüstungskarten wir spielen, dazu kommen wir gleich. So, erstmal zeige ich euch die letzte Kreatur, die wir drin haben. Das ist der Giver of Runes. Wie gesagt, man kann auch eine Stoneforge gegen einen Giver austauschen. Man spielt keine Mother of Runes, weil man sich eben komplett darauf versteift hat, gegen Rancix und den Plague Engineer irgendwas machen zu können mit Death in Texas.
Und der Text ist aktuell ein totales Undeck. Und deshalb versucht man das jetzt hier mit ein bisschen wieder ins Leben zu rufen. Und es macht einfach eine Heidenfreude, einfach mal so ein Squadron Hawk wieder zu spielen. Ich habe zu dem Standardzeit gespielt, wo er einfach super broken war mit Jace und Stoneforge. Die beiden kommen ja aus demselben Standard. Und das war cool. Das war, naja, weil ich die Karten besessen habe. Meine Gegner fanden es nicht so cool. So, kommen wir direkt mal zu den Ausrüstungen. Wir haben drei Stück. Wir haben erstmal die Battle Skulls, eine 5-Mana-Artefakt, was, wenn es ins Spiel kommt, nur Nuller wird und die Ausrüstung der Kreatur kriegt +4/+4 Wachsamkeit Lifelink. Für 3 Mana können wir die Battle Skulls auf die Hand nehmen oder für 5 Mana ausrüsten. Bedeutet, wir können sie mit der Flickerwisp immer wieder spielen, gerade gegen Kontrolldecks ganz gut, oder wir können so einen Mindsensor, einen Flickerwisp, einen Squadron Hawk mit der Battle Skull ausrüsten, damit gut auf die Schnauze hauen. So, die nächste Ausrüstung, die wir haben, ist das Sword of Fire and Ice. 3-Mana-Ausrüstung, die wir für 2-Mana ausrüsten. Und die Ausrüstung der Kreatur kriegt +2/+2 Schutz vor Blau und vor Rot. Vor Rot ist aktuell schon ein bisschen interessant, aber nicht ganz so wichtig. Wichtig ist halt immer, wenn die Ausrüstung der Kreatur mit einer Schaden zufügt, dann dürft ihr nochmal 2 Schaden schießen und ihr dürft eine Karte ziehen. Auch das auf so einem Tomic, so einem Brimas mit dem Force ist einfach sehr, sehr broken. Und weil es einfach die stärkste Ausrüstung in meinen Augen ist, die unmittelbar-basierte, ist ein 2-Mana-Equipment, was für 2 ins Spiel kommt. Und wenn sie irgendwo Combat-Schaden zufügt, sie müssen noch nicht mit dem Gegner Schaden zufügen, Combat-Schaden reicht, bekommt diese Karte einen Charge-Counter. Diesen Charge-Counter könnt ihr runternehmen, 2 Charge-Counter. Diesen Charge-Counter könnt ihr runternehmen und könnt entweder der ausrüstenden Kreatur +2/+2 geben, um zum Beispiel Natalia stärker zu machen. Ihr könnt eine Gegner-Kreatur -1/-1 geben, gegen sowas wie diese nervigen kleinen Baleful Strix oder diese neuen Eisfang-Kotel-Gedöns-Kackkarten. Oder ihr könnt es bei Leben kriegen, das ist sehr gut, zum Beispiel gegen Burn. So, das andere Artefakt, was wir aktuell im Deck haben, weil wir ohne dieses Artefakt gar nicht mehr leben können, ich zumindest nicht, ist eine Ätherfiole. Ist ein 1-Mana-Artefakt, was zu Beginn des Upkeeps eine Marke bekommen kann. Und ihr könnt sie tappen, also die Ätherfiole tappen, nicht die Marken. Und könnt eine Kreatur aus eurer Hand ins Spiel bringen, wie die Mana kosten hat, gleich der Marken da drauf. Wenn ihr euch umguckt, seht ihr 2, 2, 2, 2, also 2 ist so unsere Hauptressource, 3 haben wir nur 5 Karten, das ist eher weniger interessant. Aber grundsätzlich, in einem normalen Defend Texas geht die auf 3. Hier lassen wir sie meistens auf 2, bis wir eine zweite haben. Tatsächlich. Und der beste Removal im Legacy ist Swords to Plowshares. Für ein weißes Mana exalt ihr eine Kreatur und bekommt, der Besitzer bekommt Lebenspunkte in Höhe der Angriffsstärke. Muss ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ist ein weißer Removal für einen Mana, der dem Gegner Leben gibt, statt Ding. Und die Leben könnt ihr ihm rausprügeln. So, kommen wir zu den Ländern. Wir spielen Death and Taxes. Bedeutet, wir spielen ein komplettes Playset Wasteland. Wasteland ist ein farbloses Land, weil alle Länder farblos sind, die man tappen kann für ein farbloses. Oder man kann das Wasteland opfern, um nicht Basic Land zu zerstören. Mit Talia zusammen kann man ein bisschen was machen. Genau wie der Rishadenport. Auch hier könnt ihr tappen für ein farbloses oder ihr könnt ein Mana bezahlen, tappen und ein Land tappen. Auch das ist so ein bisschen noch der Texas-Style. Wird hier in dem Deck aber nicht mehr so krass gefahren wie sonst. Dann haben wir ein Sun-Baked Canyon. Auch hier Modern Horizon-Karte. Die Modern Horizon war ein sehr starkes Set, das habe ich leider echt unterschätzt. Wir können das Ding tappen für ein rotes oder ein weißes. Wir werden es wahrscheinlich nur für ein weißes tappen und verlieren Leben. Oder wir können 1 Mana bezahlen, das Ding tappen, opfern, um eine Karte zu ziehen. Man nennt es liebevoll Horizon Land. Gut, kommen wir zur nächsten Karte. Die nächste Karte ist das Aiganyo Castle. Aiganyo Castle ist ein legendäres Land, das ihr tappen könnt für ein farbloses, für ein weißes. Wichtig, für ein weißes. Oder ihr könnt ein weißes tappen und könnt die nächsten 2 Schadenspunkte an einer legendären Kreatur verhindern. Wir haben den Brimas, der ist legendär, Tomix legendär, Talia ist legendär. Ich hatte in dem Slot vorher einen Mangara drin, einfach nur weil ich Mangara mal wieder zocken wollte. Und ja. Das Ding ist tatsächlich super. Ich habe das am Anfang super unterschätzt. Dann, bei so vielen legendären Karten kann man auch den Caracas benutzen. Das ist ein legendäres Land, das man tappen kann für ein weißes. Oder ihr könnt es tappen und eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand geben. Damit könnt ihr entweder unsere eigenen Kreaturen beschützen oder die Gegnerkreaturen, die legendären Kreaturen bieten, einfach bouncen. Wichtig gegen so Karten wie Marit Lage oder Emrakul, Grisselbrand. Die lustigen Karten. Und dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Ebenen.
Um genau zu sein, haben wir 5 Snow-Covered-Ebenen und 5 Ebenen. Wenn ihr wissen wollt, warum ich diesen Cut mache, weil ihr es noch nicht wisst, dann könnt ihr im Death in Texas Video gerne nachgucken. Ich werde es hier nicht nochmal erklären. Ich gehe jetzt lieber rüber zum Sideboard. So, kommen wir zum Sideboard. Ich fange direkt straight up an mit in meinen Augen der neuesten und wichtigsten Karte. Auch diese Karte, Modern Horizon. Zera the Benevolent. 4 Mana Planeswalker, der mit 4 Marken reinkommt, plus 2. Alle Kreaturen mit Fliegen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Auch hier, ich habe in dem Video gerade eben bis die ganze Zeit erklärt, warum die Kreaturen wichtig sind, dass sie fliegen können. Das ist einer der Gründe. Ihr könnt -3 machen und könnt einen Engel-Token kreieren mit Fliegen Wachsamkeit. Also ein Zera Angel, weil es ist ja Zera, ihr könnt einen Zera Angel erstellen. Und der auch der ist mit der Verzauberung 5/5 fliegend Wachsamkeit, damit sehr stark. Die Ultimate ist -6 und ihr kriegt ein Emblem. Und immer, solange ihr eine Kreatur kontrolliert, immer wenn ihr Schaden kriegen würdet, der euer Leben unter 1 reduzieren würde, wird er stattdessen auf 1 reduziert. Also auf 1 euer Leben reduziert, was halt super stark ist. Bei den ganzen Kreaturen, die wir drin haben, echt ein Must-Have. Der zweite Planeswalker, den wir spielen, ist Gideon, Ally of Zendikar. 4 Mana, 4 Marken und +1 bis zum Ende des Zuges wird Gideon zu einem 5/5 Fume Soldier, der unzerstörbar ist und ihr könnt allen Schaden, der bekommt, wird verhindert. Wichtig, er ist immer noch eine legendäre Kreatur, weil mittlerweile sind das ja alles legendäre Planeswalker Gideon und damit könnt ihr mit Karakas auch ein bisschen beschützen. -2, ihr bekommt einen 2/2 Elite Knight Token und auch der ist dann eher 3/3. Und -4, ihr kriegt ein Emblem, alle eure Kreaturen kriegen nochmal +1/+1. Das ist verdammt stark. Gut, kommen wir dann zu meiner Augen der wichtigsten Karte im Sideboard, weil ihr seht ja hier schon, gehen die Mana-Kosten um einiges höher. Ich spiele eine Ancient Tomb Sideboard, die kann man tappen für 2 Lebenspunkte und also man bezahlt 2 Lebenspunkte und bekommt 2 Mana. Das ist ziemlich wichtig mit eben solchen Karten. Außerdem kann man die ziemlich gut abusen, indem man einen Phyrexian Revoker spielt. 2 Mana, 2/1, wenn er ins Spiel kommt, sagt man eine Nichtlandkarte an und aktivierte Fähigkeiten dieser Nichtlandkarte können nicht mehr aktiviert werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr damit sowas wie Lion's Alignment abschalten könnt, was super mächtig ist. Oder ihr könnt sowas wie Ren and Six abschalten, was super mächtig ist. Man könnte ja auch eine Pillenigel spielen, allerdings, jetzt kommt die Schande meines Lebens. Chalice, ihr merkt was, ja. Das ist die einzige Karte, da kommt jetzt die Judge Wort raus und dann werden die auch voll. Und ich spiele aktuell 2 Chalice, die, wenn sie ins Spiel kommen, also wir haben Doppel-X und kommen mit X-Charge-Countern ins Spiel und immer wenn ein Zauber gespielt wird mit diesen Mana-Kosten, also im Normalfall 1, könnt ihr den kontern, beziehungsweise er wird gekontert. Mit dem Ancient Doom könnt ihr es eben auch Turn 1 spielen, das ist der Grund, warum ich Phyrexian Revoker über einer Needle spiele. So, nachdem wir jetzt diese Karten aus dem Weg haben, kommen wir zu den Doppel-Weiß-Karten. Das sind die Karten, wo halt doppelfarblos ist. Wir haben 2 Councils Judgment. Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, weil aktuell eh keiner Krunei Nemesis spielt, ob ich diese neue Modern Horizon-Karte spiele, die eben wie Beast Within ist, nur in Weiß. Und ja, da werde ich mal gucken. Councils Judgment für 2 Weiß, jetzt ein farbloses. Die votet jeder Spieler. Wir fangen an. Für ein Nichtland-Permanente, das ihr nicht kontrolliert. Und dieses Permanente wird dann exiliert. Dann haben wir 2 Verzauberungen mit 2x Rest in Peace. 2 Mana Verzauberungen. Wenn sie ins Spiel kommen, werden alle Karten aus allen Friedhöfen exiled. Und jede Karte, die in den Friedhof gelegt werden würde, wird stattdessen exiled. Auch die ist ziemlich wichtig gegen Renan Six oder Gurmok Angler. Und dann haben wir noch 4 One-Off-Kreaturen, die alle ein bestimmtes Ziel haben. Wir haben einen Leonin Relic Warden, 2 Mana, 2/2 und wenn er ins Spielfeld kommt, können wir ein Artefakt oder Verzauberung exilen. Und wenn er das Spielfeld verlässt, kommt das Artefakt oder die Verzauberung wieder. Das ist halt wichtig gegen Showtel bzw. Omnitel, weil mit der Verzauberung schlagen die uns ziemlich häufig. Und auch gegen andere Artefakt-Decks ist die ziemlich gut. Dann haben wir
Samurai auf Pearl Curtain, das ist aktuell im normalen Death in Texas so meine Pet-Karte, das muss ich, musste die hier rein. 2x2/2 Fox Samurai mit Bushido 1. Und wenn Permanentes in den Friedhof gelegt würde, wird es stattdessen removed. Auch das ist was ähnlich wie ein Rest in Peace, nur halt als Kreatur. Und auch das kann zum Beispiel ein Random 6 töten. Ihr merkt, ich habe einen ziemlichen Hass auf Random 6. Die nächste Kreatur, die wir haben, ist der Whipcorder. Whipcorder ist eine 2x2/2 Kreatur, die man für einen Mana tappen kann, um eine Kreatur zu tappen. Oder man kann den morphen, das heißt für 3 Mana face down legen und für ein weißes Mana aufdrehen. Das ist tatsächlich ganz gut gegen Gurmag-Engler, Marit-Lage oder ähnliche große Kreaturen. Dementsprechend, ja, eine gute Karte. Und manchmal, gerade im Mirror oder auch gegen andere Decks, die diese komische Karte namens Karakas spielen, ist zum Beispiel der Tomic nicht so gut oder der Brimas nicht so gut. Man will aber teilweise nicht die generischen Beater rausnehmen. Dementsprechend spiele ich einen Zera Avenger im Sideboard für Zomna 3-3 und der könnt ihr nicht während dem ersten, zweiten oder dritten Zug spielen. Über die Erdefiole könnt ihr ihn reinspielen. Und er hat auch fliegend Wachsamkeit, fliegend, wie gesagt, für den Zera ganz wichtig. Und ja, den habe ich wirklich nur drin, falls ich gegen sowas wie andere Karakas-Decks spiele. Gut, das war das Sideboard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja Kommentar mal da lassen, ob ihr lieber Hawks oder lieber normales Texas seht oder ob das hier überhaupt noch ein Deck ist, bis zum Zeitpunkt, wo es hochgeladen wird. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexe. Ciao, ciao.